ersten Hälfte. Und für Rostock die Möglichkeit, sich auf 3 Tore abzusetzen vor der Pause. Und da ist die Lücke und sie nutzt sie. Der Treffer. Und dann Nummer 8, 13 zu 16. 10 Sekunden noch. Der schnelle Pass vorne rein. Eigentlich Schrittfehler, aber die Rostockerinnen haben den Ball und haben jetzt sogar die Möglichkeit, nochmal auf 4 Tore davon zu ziehen. Das nicht und so ist es Halbzeit. 13 zu 16. Anwurf, zweite Halbzeit zwischen Grünwald-Schmarin und Rostock, Spielstand 13 zu 16. Und er war übertreten, der Wurf und auch gehalten und somit jetzt Angriff Grünwald-Schmarin. Der Wurf genommen, der nicht im Tor und jetzt das Kreisanspiel der Rostocker erfolgreich. 13 zu 17. In den Kreis getreten, 13, 17 bleibt und der Konter von Rostock. Volker in den Kreis gelaufen, aber gehalten. Das ist die Anweisung vom Schweriner Trainer, das Ganze ruhig aufzubauen. Fangfehler jetzt. Aber auch der lange Ball der Rostocker kommt nicht an und so hat Schwerin einen neuen Versuch aufzubauen. Und jetzt der Doppelpass und der erfolgreiche Abschluss. Dafür Nummer 4. Die 18 auf Seiten von Grünwald Schwerin. 14-17. Der Bochum erfolgreich. Es gibt 7 Meter für Rostock. An den 7 Meter Punkt erneut Rostocks Nummer 7. Und diesmal ist er wieder drin. Ihr 7. Treffer in diesem Spiel. Dritter verwandelter 7 Meter. Einer war ja nicht drin. Rostock jetzt wieder mit der sehr offensiven Deckung gegen die Schmariner. Das haben sie diesmal schön gelöst. Die Schmariner geht in die Lücke hinter der Abwehrspielerin. Wird dann aber festgemacht. Und neuer Anlauf. Und das Kreisanspiel, aber die Kreisspielerin durch den Kreis gelaufen. Und somit abgepfiffen durch die Schiedsrichter. Wird der Erfolg im Wurf gestört, Freiwurf für Rostock. Und das Anspiel an den Kreis, aber auch da durch den Kreis gelaufen. Deswegen Ballbesitz Grün-Weiß-Schwerin.
Schlechtes Passspiel, trifft den Fuß der Mitspielerin. Und der Ball ist für Rostock, mehrere Doppelpässe bis zum Erfolg. Wieder in die Lücke hinter dem Angriff. Verteidigungsspieler gestoßen, kann den Ball aber nicht fangen. Diesmal aber dafür klasse gehalten. Den Konter. 14-19. Sprungwurf schön gemacht, aber auch hervorragend gehalten. Jetzt werfen sie die Schweriner Torhüterin ein wenig warm. Und die Schweriner Abwehr steht da dicht. Und jetzt haben sie den Pass auch mal abgefangen. Und der Konterversuch erfolgreich abgeschlossen. Herber Nummer 5 für die Spielerin mit der Nummer 18. 15-19. Und da holt sich den Ball aus dem Kreis, dann mit dem Fuß im Kreis. Und Ballbesitz Schwerin. Da hat sie sich einfach den Ball geholt, der Konterlauf für Rostocker. Ihr vierter Treffer, 10-20. Und jetzt der einfache Passverlauf, wieder ist sie dazwischen, da haben die Schwerinerinnen nicht aufgepasst. Fünfter Treffer, 15-21. Und der Wurf vom Kreis. Nicht erfolgreich. 15-21. Inzwischen, das konnten Sie vielleicht nicht sehen. Liebe Zuschauer, hat sich der Trainer von Grüner Schwerin die grüne Auszeitkarte mitgenommen. Es scheint so, als dürfte er bald reagieren. Oh, die Schweriner Torhüterin hält die Schwerinerin im Spiel. 15-21, der lange Pass im Nichts. Und Rostock im Ballbesitz. Mit einfachen Mitteln, mit einem Doppelpass, kommen sie bis vors Tor. Es gibt noch eine gelbe Karte für die 2 von Schwerin. Ja, der erste Wurf an den Pfosten und dann ist die Rostocker Reaktion, sagt schon schneller. Und versenkt den Ball von der anderen Seite. Technischer Fehler gepfiffen auf Schweriner Seite. 15-22. Ein langer Paar über die Abwehr und wieder ist die Schweriner Torhüterin, die das Fehlverhalten ihrer Abwehr ausbügelt, der lange Pass. Abgefangen, aber auch dieser Pass diesmal abgefangen von Schwerin und die Möglichkeit mal ruhig aufzubauen. Was auch der Schwerin den Trainer jetzt fordert.
Und der Ball nach außen. Schön Richtung Mitte gegangen, aber der Wurf gehalten. Von der Torhüterin 15-22. Und der Wurf von außen und da hat sie Glück. Bei ihrem sechsten Treffer, die Torhüterin. Bekommt den Ball unglücklich ans Bein und wirft ihn so selbst ins Tor. Und jetzt immer die Lücke, Schwerin außen rausgespielt, aber die Kreisläuferin kriegt den Ball nicht richtig mit. Die Ausläuferin natürlich kann so nichts machen und jetzt einmal der Versuch des Konters für Schwerin. Und wenn man dann kein Glück hat, dann kommt auch noch ein Pech dazu. Der Ball geht an die Latte, es bleibt beim 15-23. Ist die Lücke da und der Wurf, aber der geht vorbei. Freiburg voraus dann. Und auf. Technische Fehler entschieden. Und dann konnte er für Schwerin, aber da war die Rostocker Abwehr zurückgeeilt. Das, was der Trainer in der ersten Halbzeit noch bemängelt hat, klappte da ganz gut. 15-23 und jetzt der Sprungwurf von der Halbposition gehalten. 15-23. Wollen wir jetzt den Schweriner Trainer, vielleicht sehen Sie das schon mit der grünen Karte in der Hand. Jetzt das Kreisanspiel, es gibt 7 Meter für Rostock und 2 Minuten Strafe gegen die Nummer 2 von Grün-Weiß Schwerin. An diesem Meterpunkt wieder die 7. Der Ball diesmal an die Latte, aber den zweiten Ball kriegt ebenfalls die Rostocker. 7-8 und versenkt mit ihrem 7. Treffer zum 15-24. Und jetzt die Auszeit von Grömer Schwerin. Der Trainer wirkte gerade sehr, sehr ruhig auf seine Mannschaft ein, machte aber seine Unzufriedenheit deutlich. Mit den Worten, so hätte er sich das nicht vorgestellt und das glauben ihm sicherlich alle. Aber es beginnt mit einem Fangfehler und einem Kontertor. Treffer Nummer 8 für Nummer 7 aus Rostock. 15-25. Auch in Unterzahl wäre da ein besseres Spiel möglich, so sagt das aber wieder der Passfehler, der Fehlpass, der schnelle Spieler raus.